Willst du gleich nochmal? Na und? Hast du was dagegen? Wenn nur eine Streife vorbeikommt. Soll sie doch. Die ganzen Fenster sind beschlagen. Die Türen sind zu. Das ist hier wie in der Sauna. Kriegt man ganz schön Brand von. Oh, mach mal nicht die Strümpfe mit deinem Ring kaputt. Rutsch mal ein bisschen weiter rüber. Oh. Nimm doch das Bein vom Lenkrad weg. Das geht nicht, ich bin eingeklemmt. Ach, warte mal, ich mach schon. Aua, es tut weh. Ich hab dir schon mal gesagt, pass auf, wo du deine Beine hintust. Ich wollte ja bloß ein bisschen helfen. Ah, ich helfe mir schon selbst. Oh, hallo. Sind immer noch nicht richtig gebaut, die Wagen, ne? Sitzen Sie alle bequem? Fein, fangen wir an. Also, mein Name ist... Alfie. Alfie. Jetzt erwarten Sie wahrscheinlich, dass die blöden Titel erst kommen. Aber keine Sorge, die lassen wir aus. Alfie. Ah ja, sag mal, um wie viel Uhr wollte dein Alter dich vom Bahnhof abholen? Doch, kümmere dich doch nicht um dich. Doch, gerade um ihn kümmere ich mich. Man soll sich nie was Gutes versauen. Das ist was, was ihr Weiber nie kapiert. Also komm jetzt, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Oh, gerade eben wolltest du doch noch. Ist mir beim Hupen vergangen. Lärm kann ich dabei nicht vertragen. Na, Kumpel? Hier, vergiss nicht deine Serviette. Tu ich nie. Weißt du, was ich mir beim ersten Mal dachte, als du dir das Ding dahin geklemmt hast? Was? Jetzt hol dir gleich die Geige raus und fiedel deinen weg. Ja, ich habe hier Musik im Bus. Hier. Was? Sonst erkältest du dich unten. Oh. Das war heute eine richtige Wucht, Alfie. Typische Ehefrau, hm? Die brauchen alle mal ab und zu eine kleine Aufmunterung. Damit nehme ich ihren Ehemännern nichts. Also ich sag immer, möbelt meine Ehefrau richtig auf, tut mal was für die Familie. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Die muss man schon richtig anfassen. Sonst bringt man eine auf Touren und kommt nachher nicht zum Zuge. Sehen Sie? Hören Sie sich das an. Als wir uns trafen, war sie stinksauer. Dann ist sie ihren ganzen Senf losgeworden und jetzt singt sie ganz munter. Und der Alte hat eine zufriedene Frau.